bin ziemlich sicher, dass wir noch Potenziale haben, Verbrennungsmotoren so zu bauen, dass sie auch wirksam zum Klimaschutz beitragen. Auch wir selber hier müssen in dem, was wir tun, Verantwortung übernehmen. Und da, glaube ich, hapert es im großen Stile daran. Ich muss ja auch nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade essen. Nein, die Schere zwischen Arm und Reich geht gerade nicht weiter auf. Das belegen die Zahlen. Also ich will auch diesen Begriff der sozialen Schichten, das ist für mich etwas, das finde ich ein bisschen anachronistisch. Der Umfang, in dem wir Kunst und Kultur fördern, der ist sicher noch verbesserungswürdig. Und die Digitalisierung wird einen unglaublichen Wandel in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt hervorrufen, den wir, glaube ich, heute noch gar nicht absehen können. Wenn es systematisch erkennbare älter werden der Bevölkerung weiter sich so entwickelt, was ja auch sehr, sehr schön ist, dann müssen die Menschen aber auch länger arbeiten. Wie stehen Sie eigentlich zum bedingungslosen Grundeinkommen? Ich glaube, das ist keine Option, die uns in die Zukunft führt. Die Digitalisierung wird Chefsache tun. Natürlich müssen wir Technikfolgenabschätzung immer betreiben. Dann wäre meine Frage noch, was Sie denn von so einer disruptiven neuen Technologie wie Kryptowährung halten? Also das ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz mein Spezialgebiet. Ich bin der Meinung, wir sollten mit unseren normalen Währungen umgehen. Wir sollten uns immer über die historischen Versäumnisse, für die wir historisch, natürlich nicht persönlich, Verantwortung tragen, bewusst sein und daraus für die Zukunft lernen. Wir machen ein Wahlspezial 2017 für noch unentschlossene Freiburger Wähler und natürlich auch alle anderen, die interessiert sind, eben die Direktkandidaten kennenzulernen. Deswegen wäre auch meine allererste Frage, ob Sie sich mal kurz vorstellen könnten, für welche Partei Sie kandidieren und wo wir uns hier gerade befinden. Ja, mein Name ist Matern von Marschall. Ich bin der direkt gewählte Abgeordnete für den Wahlkreis Freiburg von der CDU. Und ich komme hier aus Freiburg, bin hier auch geboren. Und hoffe, dass wir die Arbeit auch in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen können. Wir sind hier im Evangelischen Stift in Freiburg. Dort wird es gleich eine Veranstaltung mit Hans-Gerd Pöttering geben, dem vormaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments und dem heutigen Präsidenten der Adenauer Stiftung. Das ist ein Mann, der mir sehr viel Eindruck macht, und zwar, weil er einfach die große Idee Europa sehr, sehr stark nach außen vertritt, und nachdem ich im Europaausschuss arbeite, ist das ein herzlich willkommener Gast. Ja, ich würde vielleicht noch mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Wie kam es, dass Sie sich für die CDU entschieden haben? Wie ist Ihr beruflicher Werdegang? Ja, mein beruflicher Werdegang ist so, ich habe nach meinem Studium der Romanistik und Geschichte hier in Freiburg noch eine Ausbildung zum Verlagskaufmann im Verlag Herder gemacht. Und dann lange in Berlin bei einem großen Wissenschaftsverlag gearbeitet und bin erst 2003 wieder hierher zurückgekehrt und habe seither einen eigenen kleinen Hörbuchverlag mit einer Freundin aus Schulzeiten zusammen. Und erst seither habe ich eigentlich mich vor Ort politisch engagiert als Vorsitzender unseres CDU-Gemeindeverbandes in Marich, ein wenig dann im Kreisverband, und dann 2012 habe ich mit zwei anderen Freunden mich beworben um die Nominierung der CDU für den Wahlkreis Freiburg, und ich bin dann gewählt worden von der CDU erstmal als Kandidat für diesen Wahlkreis und konnte dann im September 2013 das Direktmandat wieder erringen. 15 Jahre lang hatte das die SPD, und dann war es eine große Überraschung, nicht nur für mich, sondern glaube ich für viele hier im Wahlkreis, dass wir das Mandat wieder für die CDU zurückholen konnten. Welche sind denn die zwei Themen, die Sie als Freiburg-spezifisch ausgemacht haben und die Sie dann auch nach Berlin tragen wollen würden? Also ich habe schon gleich zu Beginn, also im Wahlkampf 2013 gesagt, das Wichtigste für mich ist der Freiburger Stadttunnel und die B31 West. Diese beiden Projekte müssen vorangebracht werden, und das haben wir dann auch geschafft. Beide Projekte sind im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes gelandet. Und jetzt geht es aber an die Umsetzung, und da müssen wir in der nächsten Legislaturperiode auch dranbleiben, und das will ich gerne machen. Nach dieser Legislaturperiode werden wir dann den Tunnel haben? Nach diesen 4 Jahren?
In Freiburg sind die Voraussetzungen durch die schon relativ ordentliche Vorausplanung ganz gut. Es ist auch jetzt schon bestätigt, die Grundform, die dieser Tunnel haben kann. Und insofern sind dort die Planungsvoraussetzungen günstig, während bei der B31 West, das hängt auch mit der langen Verzögerung durch das Landesverkehrsministerium zusammen, die Planungen erstmal wieder neu aufgenommen werden müssen. Also der Freiburger Stadttunnel hat gute Chancen, ich würde mal sagen, in 4-5 Jahren einen Baubeginn zu sehen. Und wie lange dauert dann dieser Bau des Tunnels? Naja, das wird dann schon nochmal 2-3 Jahre dauern, denke ich. Aber ich habe so eine Vorstellung, dass wir vielleicht bis 2022, 2023 Licht am Ende des Tunnels sehen können. Und was machen wir mit dem Verkehr? Also da droht ja wieder Stau. Wir haben ja dieses Nadelöhr. Früher ging das ja auch teilweise über Ebene. Die sind jetzt eigentlich froh, dass sie den Tunnel ja schon teilweise haben. Was machen wir mit den Leuten, die über diesen Weg in die Stadt kommen müssen? Werden die umgeleitet? Wo geht's da in welche Richtung? Naja, also einstweilen müssen wir mit dieser schwierigen Situation leben. Das haben wir ja auch in den zurückliegenden Jahren so machen müssen. Aber ich habe mich eben sehr stark dafür eingesetzt, dass diese immer stärker genutzte Verkehrsachse, es ist ja letzten Endes die einzige Ost-West-Verkehrsachse südlich der A8, dass das eine wirklich wichtige europäische, nicht nur eine bundesdeutsch wichtige Verkehrsachse ist und dass wir die eben deswegen ausbauen müssen. Und naja, die Planung des Bundesverkehrsministeriums gibt uns jetzt recht. Die ist in diese Bedeutung eingestuft worden und wir werden dann hoffentlich bald Baubeginn haben. Stichwort Mobilität. Wir haben ja auch mittlerweile neue Technologien auf dem Markt. Elektroautos, Hyperloop und selbstfahrende Taxis sind da zu nennen. Die sind ja schon, werden ja schon getestet. Wie sieht für Sie die Zukunft der Mobilität aus? Gerade auch in Anbetracht dessen, dass wir ja in den Städten relativ ausgelastet sind. Wir haben eine hohe Feinstaubbelastung. Ihre Vision von der Mobilität der Zukunft? Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Themenbereiche da. Das eine ist, wie können wir urbane Mobilität so gestalten, dass einfach der Individualverkehr nicht mehr notwendig ist. Da gibt es tolle Konzepte. In Freiburg ist man da auch auf einem guten Weg. Das betrifft nicht nur den Ausbau des Straßenbahnnetzes, sondern auch der Radwege. Ich glaube schon, dass der Individualverkehr insgesamt immer noch eine wichtige Rolle spielen wird. Aber das muss nicht notwendigerweise eine Belastung der Umwelt bedeuten. Also, weil natürlich durch eine intelligente Verkehrssteuerung, durch emissionsarme oder freie Autos, also Stichwort Elektromobilität, kommen wir da sicher eine ganze Ecke weiter. Aber so schnell, wie manche sich das vorstellen, wird es vielleicht auch nicht gehen, weil wir brauchen erstmal die Infrastruktur dafür. Die CDU hat ja im Wahlprogramm deshalb gesagt, wir wollen in der nächsten Legislaturperiode 15.000 E-Ladesäulen aufbauen in Deutschland, damit einfach mal dieser wichtige Grundstein gelegt ist. Ja, aber E-Mobilität ist nicht notwendigerweise in der Gesamtsumme CO2-ärmer als ein konventioneller Motor. Man muss ja auch sagen, woher kommt der Strom, der für die E-Autos dann benutzt wird. Also wir müssen auch den Anteil erneuerbarer Energien erhöhen. Da haben wir allerdings auch, sagen wir mal, in Deutschland begrenzte Kapazitäten. Zum Beispiel im Moment scheint die Sonne nicht besonders intensiv. Das heißt, wir brauchen, und das sage ich als Europapolitiker schon lange, ein wirklich funktionierendes europäisches Energienetz, damit eben auch preiswerte erneuerbare Energien aus anderen Teilen Europas hierher kommen können. Das ist ja auch eine riesen wirtschaftliche Chance für Länder wie zum Beispiel Spanien, wo im Süden Spaniens ungefähr 3-mal so viel Sonne scheint wie hier. Aber deswegen muss eben auch der Netzausbau nicht nur in Deutschland, und da haben wir noch genug zu tun, vorangebracht werden, sondern in der ganzen EU. Wird es mit Ihnen, das ist ja jetzt wichtig für die Freiburger, wird es mit Ihnen mehr Windkraftanlagen im Schwarzwald geben? Also ich glaube, wir haben da einen großen Zielkonflikt, das wird ja immer deutlicher. Ein Zielkonflikt, der sich im Landschaftsschutz, der sich insofern auch im Tourismus und der sich natürlich auch im Artenschutz abspielt.
Ich bin neulich mal spazieren gewesen, das liegt zwar nicht mehr in meinem Wahlkreis, aber ist doch noch sehr nah im Münstertal. Da habe ich jetzt erlebt, dass nach der anfänglichen Zustimmung sich doch sehr, sehr viel Widerstand auch dort regt. Das ist natürlich eine hochsensible Landschaft, die eben auch sozusagen eigentlich der Markenkern unseres Südschwarzwaldes ist. Und deshalb kommen ja sehr, sehr viele Menschen hierher. Davon abgesehen sind das natürlich auch nur zweitklassige Standorte. Also man muss immer sehr genau prüfen, sind wir, was die Förderung der erneuerbaren Energien angeht, auf dem richtigen Weg oder müssen wir da nachbessern? Wir haben das EEG ja sukzessive, sagen wir mal, etwas näher an den Markt herangeführt. Es wird ja jetzt über Ausschreibungen ermittelt, wer den Zuschlag bekommt. Aber ich glaube, da werden wir sicher auch in der nächsten Legislaturperiode nochmal so hinschauen, dass tatsächlich an den Standorten produziert wird, wo es wirtschaftlich auch sinnvoll ist. Ich würde einen harten Themenwechsel machen. Stichwort soziale Gerechtigkeit. Laut einer aktuellen Studie soll ja jeder fünfte Neurentner von der Altersarmut bedroht sein. Ich würde gerne eine Gruppe rausnehmen, die besonders gefährdet sind. Das sind alleinerziehende Mütter. Welche konkreten Vorschläge haben Sie, dass die nicht in die Altersarmut schlittern? Ja, also das Wichtigste ist natürlich für die Gruppe, die Sie richtigerweise erwähnen, alleinerziehende Mütter, dass man ein Umfeld schafft, in dem die Kinder gut versorgt sind, in dem sie gut betreut sind, in dem sie gut ihrerseits die Kinder auch ihre Zukunftschancen wahrnehmen können und damit zugleich auf der anderen Seite die Mütter einer Erwerbstätigkeit, einer Arbeit nachgehen können, ohne das Gefühl zu haben, dass sie nicht hinreichend sich um ihre Kinder bemühen können. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel im ersten Schritt für die nächste Legislaturperiode den Anspruch auf Ganztagesbetreuung über die Kita, über den Kindergarten hinaus für die ganze Grundschulzeit sichergestellt. Also das wird ein Rechtsanspruch werden und damit ist schon ein wichtiger Baustein für eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerade und insbesondere auch für Alleinerziehende gegeben. Was machen Sie mit der Gruppe von Müttern, die sagt, sie möchte zu Hause ihre Arbeit verrichten? Das ist ja für unser Gemeinwesen ganz wichtig. Die Familie großziehen, die ziehen sozusagen die Generation der Zukunft auf, die ja wiederum in die Renten einzahlen. Wie stellen wir sicher, dass die nicht in die Altersarmut abschlittern, wenn dann, weiß ich nicht, der Mann vielleicht sich auch noch irgendwie von ihr trennt und sie absolut gar keine Grundlagen fürs Alter sich bilden konnte? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja in der zurückliegenden Legislaturperiode eine Verbesserung unter dem Stichwort Mütterrente für diejenigen, die Erziehungszeiten in angemessener Weise auch angerechnet bekommen wollten, geliefert. Und das ist eine Diskussion, die wir auch in unserer Fraktion führen, ob wir dann nicht nochmal nachbessern müssen. Das kostet sehr, sehr viel Geld, viele Milliarden. Es ist von vielen anderen oder von manchen anderen Parteien auch heftig kritisiert worden. Aber ich finde, wir sind Müttern, die diese wertvolle Arbeit, die eben eine Erziehungsleistung letzten Endes ist, auch tatsächlich verpflichtet gegenüber, um das angemessen zu honorieren. Und unabhängig von der Frage von Alleinerziehenden oder Familien, in denen Mutter und Vater beide da sind, finde ich, ist der Wert der Erziehungsleistung in der Familie sehr, sehr hoch einzuschätzen. Und deswegen gehen wir auch in der Beurteilung, in der steuerlichen Beurteilung jetzt einen Weg, der das ganz klar macht, indem wir Kinder, Erwachsenen steuerlich gleichstellen. Also jedes Kind wird sukzessive steuerlich dorthin gebracht, wo ein Erwachsener ist, nämlich auf den gleichen Freibetrag gestellt. Das soll auch eine sehr ausdrückliche Würdigung der Kinder, aber vor allen Dingen auch derjenigen sein, die sie erziehen. Und mit diesen Maßnahmen können Sie verhindern, dass eben die Studie nicht eintritt, dass jeder fünfte Neurentner dann in die Altersarmut geht? Nein, das ist sicher nicht alleine so. Wir haben ja umfangreiche Reformen noch unter der Regierung Schröder auf den Weg gebracht, von denen die SPD sich jetzt weitgehend distanziert. Wir sehen, dass nach allem, was wir im Moment erkennen können, die Rentensituation bis zum Jahr 2030 stabil bleibt. Wir sind aber ziemlich sicher, dass wir dann nochmal über das Jahr 2030 hinaus werden nachbessern müssen. Deswegen haben wir gesagt, wir werden in der
kommenden Legislaturperiode eine Gruppe von Fachleuten zusammensetzen, die dann prüft, wie das fortentwickelt werden kann. Und drei Dinge sind klar. Die gesetzliche Rentenversicherung wird sicher die Grundlage auch in Zukunft bleiben, aber wir müssen sowohl die betriebliche wie auch die private Vorsorge stärken. Das betrifft die Systeme der Rentenversicherung, aber darüber hinaus, und das muss man, da muss man sich auch keine Illusionen hingeben, muss auch die Lebensarbeitszeit steigen. Also ich habe zwei Töchter, da wird jetzt mir statistisch gesagt, die würden ungefähr 110 Jahre alt werden. Da kann es natürlich nicht sein, dass die erst, sagen wir mal, wenn sie mit 28 Jahren beginnen zu arbeiten, schon mit 63 wieder aufhören. Das geht offensichtlich dann nicht auf. Das heißt, wir haben jetzt ja im Prinzip, wenn wir nicht diese Rente mit 63 jetzt in dieser Legislaturperiode von der SPD heiß herbeigesehnt, dann noch bekommen hätten, eine Regelarbeitszeit von 67 Jahren. Die sukzessive, ein Monat pro Jahrgang, wird dann in den nächsten Jahren, bis wir dort ankommen, erhöht haben. Aber das wird auf lange Sicht, wenn diese lineare Entwicklung der Demografie, also dieses systematisch erkennbare Älterwerden der Bevölkerung, weiter sich so entwickelt, was ja auch sehr, sehr schön ist, dann müssen die Menschen aber auch länger arbeiten. Kritiker würden Ihnen vielleicht entgegenhalten, dass sich ja auch in der Arbeitswelt sehr viel verändert. Maschinen übernehmen mehr und mehr unsere Arbeit. Künstliche Intelligenz haben wir heute schon. Es gibt Studien, die besagen, dass unsere Arbeit eigentlich reduziert werden wird durch diese neuen Technologien. Wie soll das miteinander einhergehen, dass man jetzt länger arbeiten soll, aber es ist gar nicht vielleicht genügend Arbeit da? Also ich sehe im Moment gar nicht, dass das auch nur ansatzweise der Fall ist, gerade wenn ich mich hier in Südbaden umschaue. Wir haben hier annähernd Vollbeschäftigung. Bei jungen Menschen ist das, und das ist ja natürlich ganz besonders schön und wichtig, der Fall. Ich erlebe eigentlich nur Betriebe hier, die darüber klagen, dass sie keine Arbeitnehmer finden. Vielleicht sind wir hier auch ein bisschen in einem Schlaraffenland. In anderen Regionen sieht es vielleicht anders aus. Also ich spreche jetzt vielleicht auch den aktuellen Fall an, weil das jetzt so in den Medien ist. Die Autoindustrie, Sie hatten es vorhin erwähnt, die Elektroautos werden jetzt verstärkt kommen. Also jemand, der jetzt sehr lange einfach nur Autogetriebe gebaut wird, wird tatsächlich ja in der Zukunft nicht mehr diese Arbeit ausführen können. Genauso eine Buchhalterin, die wird durch eine Software mittlerweile schon ersetzt. Genauso Reiseanbieter, das macht ja jeder mittlerweile übers Internet. Was machen wir mit der Kapazität, die da frei wird? Ja, also erstmal muss man sagen, Sie haben es angesprochen, die Digitalisierung wird ein unglaublichen Wandel in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt hervorrufen, den wir, glaube ich, heute noch gar nicht absehen können. Ich glaube aber, es ist deswegen umso wichtiger, dass wir die Chancen, die die Digitalisierung uns bietet, nutzen und dass wir nicht nur sorgenvoll und zu Recht auf die Verwerfungen schauen, die damit einhergehen könnten, auch sozialpolitisch und natürlich was die Arbeitsplätze angeht in Bereichen, die dann ganz anders funktionieren werden, sondern wir sollten eben auch schauen, was für Chancen für Deutschland sich entwickelt. Und wir sollten, die Kanzlerin hat das ja in ihrer letzten Rede dieser Legislaturperiode vergangenen Dienstag im Bundestag gesagt, wir sollten eben nicht im Technikmuseum enden. Das heißt, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Deutschland sich den Chancen, die mit der Digitalisierung verbunden sind, sehr, sehr beherzt und sehr viel intensiver widmet. Und das steht auch ganz im Zentrum dessen, was wir in der nächsten Legislaturperiode auf den Weg bringen wollen. Die Digitalisierung wird Chefsache, sie wird unmittelbar im Kanzleramt, weil sie ja auch ein ganz ressortübergreifendes Thema ist, angesiedelt sein. Und ich glaube nicht, dass wir, wenn wir uns da engagieren, Arbeitsplätze verlieren, sondern tolle Möglichkeiten für ein zukunftsorientiertes und auch ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum damit verbunden sehen können. Das klingt sehr schön für jetzt die zukünftige Generation, die kommt, die auch mit der Digitalität aufwächst. Aber was machen wir mit jemandem Ü50, der jetzt eben Autogetriebe baut, der kann ja jetzt schlecht ein Elektroauto programmieren? Na, also ich will mal so sagen, ich im Gegensatz zu den Grünen, die Verbrennungsmotoren ja schon in wenigen Jahren verbieten wollen, bin ziemlich sicher, dass wir noch Potenziale haben, Verbrennungsmotoren so zu bauen, dass sie auch wirksam zum Klimaschutz beitragen, ohne gleichzeitig mit zum Beispiel überhöhten Feinstaubbelastungen
die lokale Umwelt zu schädigen. Und ich will damit sozusagen nicht das Wort reden einer Perpetuierung, einer langfristigen Nutzung, aber ich bin sicher, dass wir noch gut eine Generation, während parallel Elektromobilität, vielleicht auch Wasserstofffahrzeuge, das ist ja etwas, worüber wir, meine ich, viel zu wenig sprechen, weil es eine wirklich Emissions- und vor allen Dingen ressourcenschonende Technologie ist. Also auch dort können wir noch ganz viel entwickeln. Aber ich sehe nicht, dass wir sozusagen einen plötzlichen Abbruch haben. Aber trotzdem, haben Sie völlig recht, müssen wir uns immer, wenn neue Technologien am Horizont erscheinen, die vielleicht eine Branche total verändern können, mit den Folgen eines solchen Strukturwandels auseinandersetzen. Das trifft ja übrigens auch in der Energiepolitik insgesamt zu. Wenn wir aus der Kohle aussteigen wollen, dann müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, was passiert eigentlich mit den Menschen, die dort im Tagebau arbeiten. Viele Menschen sagen, die Digitalität sollte uns doch eigentlich Arbeit abnehmen. Können Sie sich das vorstellen, dass wir Arbeit mit einer Maschine teilen und sozusagen dafür mehr Freizeit haben? Naja, also ich sag mal so, Arbeit abnehmen, also ich habe hier mein Smartphone in der Tasche, die Arbeit, sagen wir mal, der Terminverwaltung und so weiter, die heute wirklich sehr, sehr viel einfacher funktioniert als noch bis vor kurzer Zeit, nimmt ja viel, ich sag mal, lästige und überflüssige Arbeit ab, indem an einem Ort sowas verwaltet werden kann und dann all denjenigen zur Verfügung steht, die davon Kenntnis haben müssen. Und das ist ja nur ein ganz winzig kleines, sehr praktisches Beispiel, wie Arbeit abgenommen werden kann. Und ich stelle mir vor, wenn ich in ziemlich sicher 15 Jahren mit einem Auto fahren kann, ohne mich selber um das Steuern dieses Autos zu kümmern, dann kann ich ja wunderbar nebenher oder parallel andere Dinge machen, Bücher lesen und mich anderen Dingen widmen, was ich vorher eben nicht konnte. Und eigentlich ist doch das Steuern eines Fahrzeuges irgendwie eine Tätigkeit, die wenig produktiv ist. Ne? Manchmal kann es Spaß machen, aber eher selten. Wie stehen Sie eigentlich zum bedingungslosen Grundeinkommen? Ich glaube, das ist keine Option, die uns in die Zukunft führt, weil es eigentlich ein ganz falsches Signal ist, weil im Grunde genommen gesagt wird, dass es unerheblich ist, ob jemand sich anstrengt oder nicht, also jedenfalls voraussetzungslos, bedingungslos Geld bekommt. Und ich glaube, das ist nicht das Prinzip, von dem aus wir oder ich jedenfalls in der Gesellschaft denke. Ich finde, wir müssen sehr, sehr intensiv und vor allen Dingen zielgenau, also nicht mit der Gießkanne, die schwachen Menschen in dieser Gesellschaft fördern. Aber wenn die schwachen Menschen nicht gefördert werden wollen? Ich spreche da die Gruppe der Künstler, Kulturschaffenden an, die nicht hingehen, obwohl sie es sehr gut brauchen könnte, Hartz IV zu beantragen, weil das mit Sanktionen belegt ist. Also ein Schauspieler möchte ganz bestimmt nicht dem Vorschlag vom Arbeitsamt nachkommen, Teleshopping zu machen. Was machen wir mit den Leuten? Naja, also ich meine, es kann sich natürlich nicht jeder aussuchen, die Arbeit, die er machen will, und garantiert annehmen dürfen, dass er davon auch leben kann. Also ich meine, aber ohne Kunst sind wir doch keine Zivilgesellschaft. Natürlich, Sie haben vollkommen recht, aber der Umfang, in dem wir Kunst und Kultur fördern, der ist sicher noch verbesserungswürdig, da stimme ich Ihnen völlig zu, und zwar auch als Verleger, der ich ja bin. Ich finde, und da spreche ich jetzt auch aus der fachlichen Perspektive, wir haben ja noch nicht vor so vielen Jahren die Künstlersozialkasse eingerichtet. Ein ganz wichtiges Instrument, was dazu beiträgt, dass eben freie Künstler, freischaffende Künstler zumindest eine Grundsicherung im sozialen Bereich bekommen. Das stimmt, das kenne ich auch, aber das langt nicht. Was gibt es für Maßnahmen, solche Leute weiter zu unterstützen, die ja für unsere Zivilgesellschaft, ich sage es nochmal, ohne Kunst ist eine Demokratie eigentlich doch nichts wert. Also ohne Kunst haben wir die Kreativität nicht. Was machen wir speziell für diese Menschen? Welche Maßnahmen sieht da die CDU, dass die auch nicht in die Altersarmut vielleicht laufen? Naja, also ich will es nochmal sagen, das Risiko, das Lebensrisiko des Einzelnen, was sich ja ergibt aus der grundlegenden Entscheidung, die er über seinen Lebensweg trifft, das können und wollen wir ja ihm nicht abnehmen. Also das wäre auch, glaube ich, ganz falsch, dass man einfach
sagt, mach du, was du willst, du kriegst auf jeden Fall Geld dafür oder mach auch nichts. Also, das sehen Sie als falsch an? Okay. Das sehe ich als falsch an, ja. Das finde ich nicht richtig. Also ich finde, wenn jemand sich, und das spricht sehr viel dafür, dass man das tut, wenn man Begabung hat und kreativ ist, für einen Weg als Künstler entscheidet, dann ist das natürlich eine sehr bewusste Entscheidung. Und wir haben viele Förderprogramme für Künstler, wir haben ungeheuer viele Stipendien für Künstler, für bildende Künstler und für andere auch. Wir haben eine ungeheuer lebendige, meistens ja auf kommunal- und landespolitischer Ebene angesiedelt, also aufgrund unseres Föderalismus dort angesiedelte Kulturpolitik. Der Bund macht auch einiges, aber Sie wissen, die Kompetenzen sind da reduziert. Ich engagiere mich sehr, sehr stark dafür. Nur ein ganz kleines Beispiel auch hier aus dem Wahlkreis. Wir haben dieses wunderbare Augustinermuseum hier und da habe ich mich sehr dafür stark gemacht, dass wir das in dieses Programm der nationalen Städtebauförderung bekommen. Und wir haben den höchsten Zuschuss für den jetzt ja in die dritte Stufe gehenden Umbau dieses Museums bekommen. Aber fördert es speziell Künstler? Das Augustinermuseum stellt ja Exponate aus, nicht Künstler. Es fördert die Ergebnisse, die Künstler in der Vergangenheit geschaffen haben. Auch das ist wichtig. Ich würde auch nochmal zurückkommen. Wir leben ja in Deutschland noch in einer Schichtengesellschaft. Das soll heißen, ein Kind aus der Arbeiterschicht kann nicht so leicht in die Bildungsschicht aufsteigen. Wir haben im Gesundheitswesen eine Zweiklassengesellschaft. Was machen Sie, damit diese Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter aufgeht? Weil sie geht weiterhin weiter auf. Nein, die Schere zwischen Arm und Reich geht gerade nicht weiter auf. Das belegen die Zahlen in der Vergangenheit. Wir haben in den letzten Jahren deutlich steigende Realeinkommen erlebt. Wir haben übrigens auch, das Thema haben Sie ja vorhin angesprochen, erstmals wirklich starke Rentensteigerungen erlebt, und zwar die stärksten seit 23 Jahren. Es ist also nicht zutreffend, dieses Bild der immer weiter auseinandergehenden Schere immer wieder zu bedienen, weil es eigentlich auch suggeriert, die Gesellschaft würde sich spalten. Das kann man machen. Wir haben den größten Billiglohnsektor in Europa. Griechenland liegt noch hinter uns. Was machen wir gegen diesen Billiglohnsektor? Also ich glaube, wir haben erstmal in der vergangenen Legislaturperiode mit der Einführung des Mindestlohnes schon mal eine gute Absicherung gegen die leider, jedenfalls in manchen Teilen Deutschlands, größer werdenden Bereiche nicht tarifärer Bildung erreicht. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Die Mindestlöhne werden ja, das wissen Sie ja, immer wieder periodisch jetzt von einer unabhängigen Kommission überprüft und dann gegebenenfalls nach oben angepasst. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Für uns hier in Südbaden spielt dieses Thema übrigens überhaupt keine Rolle, weil hier fast alle Menschen deutlich über dem Mindestlohn bezahlt werden. Trotzdem haben wir ja zwei sehr unterschiedliche Stadtteile. Wir haben Weingarten und Herdern. Ein Kind aus Weingarten studiert nicht so oft wie eins aus Herdern. Da sind ja tatsächlich noch soziale Schichten zu sehen. Wie sieht für Sie die Schule der Zukunft aus? Also ich will auch diesen Begriff der sozialen Schichten, das ist für mich etwas, das finde ich ein bisschen anachronistisch. Es gibt Menschen, die sicher nicht die Chancen haben, die sie haben sollten. Ich finde übrigens nicht, dass die wichtigste Bedingung für die Entwicklung eines Menschen ist, dass er studiert. Wir haben viel größeren Bedarf und viel größere Chancen für Menschen, die eine gute berufliche, eine gute duale Ausbildung, die der Markenkern deutscher Berufsausbildung ist, machen können. Und das fördern wir jetzt sehr viel stärker. Und zwar sowohl in der Landespolitik, hier in der Bildungspolitik, die Ministerin Eisenmann auf den Weg bringt, wie auch in der künftigen Legislaturperiode in der Bundespolitik, wo wir ja nur begrenzten Einfluss auf die Bildung haben. Aber dort, wo wir ihn haben, nämlich im Bereich der Fachhochschulen, also auch der sogenannten dualen Hochschulen, die wir hier in Südbaden haben, da werden wir einen Fokus drauf setzen. Und das gibt jungen Menschen durch die unterschiedlichen Stufen der Bildung und Ausbildung, die bei uns ganz und gar durchlässig sind und auch sein müssen, gute Chancen. Also es ist nicht so, dass jemand, der eine Hauptschule hat, nicht auch einen Realschulabschluss und später einen Fachhochschulabschluss machen kann. Also das wäre jetzt nochmal meine konkrete Frage gewesen. Dieses gegliederte Schulsystem, was wir haben, glauben Sie nicht, dass es zu sozialer Ungleichheit beiträgt? Ich glaube überhaupt nicht. Es ist sogar genau das Gegenteil der Fall. Das dreistufige gegliederte Schulsystem
ist in der Vergangenheit der beste Garant dafür gewesen, dass Menschen eine ganz durchlässige Bildung stufenweise erfolgreich machen können. Dass also nicht jemand sozusagen, der in der Hauptschule oder der in der Realschule angekommen ist und dort erfolgreich ist, dort stehen bleiben muss, sondern dass er sich immer weiterentwickeln kann. Und diese Durchlässigkeit des Bildungssystems, das halte ich für ganz entscheidend. Und weil Sie Haslach und Weingarten angesprochen haben, da möchte ich auch nochmal einen wichtigen Fokus setzen. Ich habe es auch vorhin schon angedeutet. Wir sollten fördern, ganz genau nach Bedarf und eben nicht mit der Gießkanne. Was meine ich damit? Also wir haben zum Beispiel erlebt und sehen das häufig, dass Kinder von Hartz-IV-Empfängern, ob Mutter oder Vater oder leider manchmal auch beide, einen sehr, sehr schwierigen Start ins Leben haben. Und diesen Kindern müssen wir besonders zur Seite stehen, in der Kooperation der Schule, gegebenenfalls auch des Jugendamtes und der Eltern. Und da haben wir, jetzt, wenn Sie einfach einen Moment warten, dann erkläre ich es Ihnen. Ja, aber wir haben nur so wenig Zeit, und ich habe ganz genau. viele Themen. Ja, dann kommen wir leider nicht mit durch. Wir haben jetzt auch gleich den Herrn Pöttering da. Ich sage, wir haben ein Bundesprogramm, das heißt Respekt. Und dieses Bundesprogramm Respekt bezieht sich ganz genau darauf, dass wir diesen Kindern, die in so einer schwierigen Ausgangslage sich befinden, besonders fördern. Ich mache einen Themenwechsel aufgrund der Zeit. Im Moment haben wir ja eine Abhängigkeit von Großbanken und Großunternehmen. Das hat jetzt das Beispiel Autolobby gezeigt mit dem Elektroauto. Das ist ganz lange nicht auf den Markt gekommen, obwohl die Technologie schon da war. 2008, die Finanzkrise, haben wir ja auch unsere Abhängigkeit von den Banken gesehen. Die Frage für die Zukunft, werden wir weiterhin diese Abhängigkeit haben von diesen systemtragenden Großeinrichtungen? Mir ist nicht ganz klar, worauf Sie jetzt eigentlich hinaus wollen. Und ich habe auch den Eindruck, dass das eine eigentümliche Wendung nimmt. Ich hatte gedacht, wir führen hier ein ganz offenes Gespräch, aber es ist doch aus einer relativ klar erkennbaren Perspektive die Fragestellung, die Sie hier entwickeln, ausgearbeitet. Also ich habe die Fragen allen Kandidaten. Nein, klar, ich bezweifle gar nicht, dass Sie die Fragen allen Kandidaten gestellt haben. Ich habe nur den Eindruck, das hatte ich am Anfang nicht so wahrgenommen, dass sich die ganze Fragestellung doch aus einer sehr, sehr stark linken Perspektive und weniger aus einer neutralen Abfrage von politischen Positionen entwickelt. Ah ja, also, okay, ich wusste gar nicht, dass ich links bin, aber okay, das ja, aber ist interessant. Sie haben jetzt... Also Sie sehen die Abhängigkeit nicht, Sie können ja auch sagen, dass das nicht so ist, dann ist das ja auch in Ordnung, das ist ja eine offene Frage. Also ich habe jetzt wirklich noch nicht ganz verstanden, wie Sie, was für ein Junktim Sie sehen zwischen den Banken und der Elektromobilität. Das müssen Sie mir mal erklären. Ich habe gesagt, wir haben systemtragende Einrichtungen. Würden Sie dem zustimmen oder nicht? Vielleicht kommen wir dann dem systemtragende Einrichtungen. Also ich habe da immer schon so ein bisschen... Das ist ja ein stehender Begriff, den habe ich ja jetzt nicht erfunden. Aber es ist eine Begrifflichkeit, der kommt also im Prinzip aus... letzten Endes aus einer, der ist ja politisch der Begriff. Also ich will jetzt einfach wissen, was wollen Sie von mir wissen, und dann beantworte ich das. Ich bin nicht der Auffassung, dass systemtragend, dahinter steht ja möglicherweise die Annahme, dass bestimmte Einrichtungen, haben Sie jetzt gesagt, vorhin haben Sie aber von Banken gesprochen. Also ist das keine Einrichtung? Dann tut es mir leid für den Wortlaut. Nee. Also mir geht es eigentlich darum, wir können ja dieses aktuelle Beispiel nehmen. Also 2008 hatten wir jetzt die Finanzkrise. Dort haben die Banken ja mit den Geldern der Steuerzahler auch rumgezockt. Oder würden Sie dem schon nicht zustimmen? Also da war eine Abhängigkeit da. Die Regierung hat die Banken ja gestützt, weil da eine Abhängigkeit da war. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, Sie sehen richtig, dass wir in der damaligen Situation nach der Lehmanns-Pleite nur den Weg gesehen haben, dass wir mit staatlicher Stützung einen Kollaps des Finanzsystems verhindern können. Wir haben aber seither, weil wir uns gesagt haben, das darf nicht wieder passieren, wir müssen mehr Stabilität in das Finanzsystem reinbringen und mehr Eigenverantwortung reinbringen. Eine ganze Menge von Maßnahmen auf den Weg gebracht, nämlich den sogenannten Bankenabwicklungsfonds, einen Bankenfinanzierungsfonds im Falle eben von Pleite bei Banken, und der befindet sich ja im Aufbau. Das heißt, wir haben ein System von Absicherungen geschaffen, die uns mittelfristig jedenfalls
einigermaßen immun machen gegen Verwerfungen, wie sie eben in Erinnerung geblieben sind durch die Lehmannspleite. Und da geht es eigentlich vor allen Dingen darum, dass vor allen Dingen die Banken selber mal für die Fehler, die sie machen, gerade stehen müssen. Und aus diesem Grunde werden eben entsprechende Fonds aufgebaut, um das auch sicherzustellen. Super. Dann wäre meine Frage noch, was Sie denn von so einer disruptiven neuen Technologie wie Kryptowährungen halten? Also das ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz mein Spezialgebiet. Ich bin der Meinung, wir sollten mit unseren normalen Währungen umgehen und das auch in Zukunft. Übrigens auch weiterhin beim Bargeld bleiben und das nicht abschaffen. Dann würde ich gerne nochmal zur Entwicklungszusammenarbeit kommen. Es ist ja so, die Entwicklungszusammenarbeit, das ist ja jetzt nochmal neu in die Hand genommen worden. Es gibt ja auch jetzt diesen Marshallplan, der nicht nach Ihnen benannt ist, sondern namensgebend ist da ja wahrscheinlich der Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg von Seiten der Amerikaner. Welche besseren Maßnahmen haben Sie denn da jetzt getroffen, damit eine Entwicklungszusammenarbeit auch wirklich stattfinden kann? Naja, das Wichtigste ist vor allen Dingen schon mal, dass wir in der letzten Dekade, also in der Regierungszeit von Angela Merkel, den Etat für Entwicklungszusammenarbeit verdoppelt haben, auf unterdessen fast 9 Milliarden Euro. Ich selber bin ja im Umweltausschuss und ein ganz wichtiges Thema, was ich dort intensiv auch bearbeite, ist die Anpassung an den Klimawandel und die auch Prävention von weiteren Klimaveränderungen, also der Klimaschutz. Und da geben wir allein in der Entwicklungszusammenarbeit über 2 Milliarden Euro aus. Das heißt, die Grundlage dessen, was wir in der Entwicklungszusammenarbeit machen, ist, den Menschen in anderen Ländern eine bessere Zukunftschance zu bieten, damit sie, und das haben wir ja erlebt, nicht gezwungen sind, diese Länder zu verlassen. Das ist auch der wesentliche Kern dessen, was Sie als Marshallplan hier in Erinnerung gerufen haben. Es geht mir aber vor allen Dingen darum, dass wir das gemeinsam europäisch koordinieren. Wir haben mit Frankreich, mit Spanien und in Italien, die zusammen mit Deutschland auch sicher die hauptbetroffensten Länder am Mittelmeer sind, was den Migrationsdruck angeht, jetzt einen ganz guten Weg gefunden, um die Zukunft in Afrika ein wenig zu stabilisieren. Und da geht es vor allen Dingen auch darum, dass dort Jobs geschaffen werden. Und Jobs werden nur geschaffen, wenn die Rahmenbedingungen für Investitionen ordentlich sind. Und daran müssen wir sehr arbeiten, weil das gelingt nur dann, wenn die, sagen wir mal, Regierungsführung und die Stabilität der Staaten einigermaßen gegeben ist. Das verlangt unter Umständen auch unseren Einsatz sicherheitspolitisch. Der Dialog mit den afrikanischen Ländern, gehört der auch zu einer Maßnahme, die Sie da treffen? Ja klar, natürlich. Ich bin ganz sicher, wir brauchen einen ganz intensiven und viel tieferen Dialog, auch mit allen Ländern rund ums Mittelmeer. Denken Sie nur mal an die Länder, die wie Marokko, Algerien, Tunesien, aber vor allen Dingen das jetzt auch noch sehr fragile Libyen von dem Transit von Migration aus den westafrikanischen Ländern betroffen sind. Also mit diesen Ländern müssen wir sehr viel enger zusammen kooperieren. Warum ist dieser Dialog nicht früher passiert? Wir haben ja diese Krisen schon sehr lange, seit der Unabhängigkeit vieler afrikanischer Länder kriselt es ja dort sehr. Es gibt dort noch so Sachen wie Kinderarbeit, Coltan zum Beispiel wird abgebaut, was in unseren ganzen elektrischen Devices drin sind, ob Smartphone oder Laptop. Warum passiert das jetzt erst 2017? Handys gibt es natürlich jetzt noch nicht so lange und jeder, der selber Verbraucher ist, kann sich auch die Frage stellen, ob er verantwortungsvoll damit umgeht. Also das ist überhaupt eigentlich ein wesentliches Merkmal künftiger Entwicklungsarbeit. Ich arbeite ja im Nachhaltigkeitsbeirat des Bundestages. Wir haben im September 2015 die globalen Nachhaltigkeitsziele angenommen und da geht es darum, dass wir eben nicht nur einfach wie bisher auf Reiche und auf arme Länder, auf sogenannte Entwicklungsländer schauen und einen Graben zwischen denen haben, sondern auch wir selber hier müssen in dem, was wir tun, Verantwortung übernehmen. Und da, glaube ich, hapert es in großem Stile daran. Und deswegen muss jeder, der hier Konsument ist, und das sind wir alle mit allem, was er tut, auch sehr viel mehr sehr viel bewusster umgehen. Und wir sind dabei, zum Beispiel im Bereich der Textilien und auch im Bereich der Schokolade, zwei wichtige und auch
traurig berühmte und bekannte Themen, Lieferketten aufzubauen, die von Anfang bis Ende verantwortlich und nachhaltig sind. Das ist ein langer Weg, manchmal auch ein steiniger Weg, aber den gehen wir ganz bewusst und wir haben auch schon ganz gute Erfolge da erzielt. Warum ist der so lang und steinig, dieser Weg? Naja, weil sehr, sehr viele daran beteiligt sind. Das ist ganz einfach. Also zum Beispiel, wenn ich an Côte d'Ivoire denke, wo der Großteil des Kakaos auf der Welt produziert wird, das ist auch ein Land, was die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet hat. Aber eine unterzeichnete Konvention bedeutet immer noch nicht, dass sie umgesetzt ist. Also Kinder sind dort und lesen Kakaobohnen auf, aber nicht deswegen, weil ihre Eltern böse sind, sondern weil die Familien sich sonst nicht ernähren können. Und da sind wir eben jetzt den Weg gegangen, ganz rückwärts die Kette bis dorthin. Und viele, auch deutsche Produzenten von Schokolade und auch Händler, machen da mit, dass wir eine Situation herstellen, dass diese Dinge so, dass dieser Kakao so fair bezahlt wird, dass die Kinder nicht arbeiten müssen, dass sie in die Schule gehen können, dass sie eine Ausbildung und dass sie eine Zukunft haben. Und das sind Prinzipien der Entwicklungszusammenarbeit, die werden in der Zukunft viel wichtiger sein, weil nur wenn wir den Menschen diese Perspektiven dann auch bieten, dann können wir auch annehmen, dass sie in ihren Ländern eine Zukunft sehen und sich nicht auf den Weg machen müssen, um gegebenenfalls übers Mittelmeer zu uns zu kommen. Müssen wir dann vielleicht etwas von unserem Wohlstand abgeben, weil wenn wir Fairtrade-Produkte mehr von denen schaffen, das wird ja auch teurer. Können wir uns vielleicht ja dann auch nicht mehr in so diesem Maße leisten? Also sehen Sie das auch so? Ach, ich glaube einfach, man muss ein bisschen bewusster leben. Ich bin auch gar nicht der Auffassung, dass man dann schlechter lebt. Ich muss ja auch nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade essen und ich esse lieber eine, die mir gut schmeckt, auch deshalb, weil ich weiß, dass die Menschen, die dazu beitragen, dass ich sie habe, davon leben können. Letztes Thema, ich wollte nochmal zur Forschung. Wir hatten ja schon über die bahnbrechenden Technologien gesprochen. Wir haben sowas wie künstliche Intelligenz mittlerweile, neuronale Netzwerke, maschinelles Lernen. Wir haben Maschinen, die uns mittlerweile schon in den Go-Brettspiel schlagen. Wir haben das Human Brain Project, was von Fördergeldern der EU bezahlt wird. Da geht es darum, das menschliche Gehirn nachzubauen. Sehen Sie künstliche Intelligenz als eine Chance oder auch als eine Bedrohung? Also ich würde es erstmal als eine Chance begreifen, so wie ich überhaupt Entwicklungen in Forschung und Wissenschaft als eine Chance, eher als ein Risiko begreife. Das ist auch etwas, was generell meine politische Haltung bestimmen würde. Das hat nichts mit Naivität zu tun. Natürlich müssen wir Technikfolgenabschätzung immer betreiben. Und es gibt gute oder leider schlechte Beispiele dafür, dass wir das nicht hinreichend getan haben, wenn man sich die Kernkraft anschaut, aus der wir in Deutschland aussteigen. Viele andere Länder tun das nicht, im Gegenteil, bauen sie noch aus. Da haben wir gewaltige, vor allen Dingen Entsorgungsprobleme. Also das heißt, man muss schon sehr sorgfältig und immer parallel drauf schauen, was mit Technik auch für Folgen verbunden sein können. Aber erstmal würde ich positiv dran gehen. Es ist ja so, dass die künstliche Intelligenz, das wird sehr von einem Weltkonzern vorangetrieben, das ist Google, also Alphabet, wo jetzt sozusagen wir als Volk, als Regierung gar nicht so wirklich eingreifen können, weil das ist ja ein Weltkonzern, der uns letztendlich eine Technologie vorsetzt, wo wir auch gar nicht genau wissen, wie weit ist eigentlich schon die künstliche Intelligenz. Wie können wir eine unabhängige Forschung noch garantieren? Na, also ich würde mal so sagen, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir uns, und das werden wir jetzt gleich mit Herrn Pöttering machen, auch im Nachgang zu der Rede Junckers über die Lage der europäischen Nation und ihre Zukunftsperspektiven, fragen, was ist dort wichtig? Ich habe vorhin über die Energieunion gesprochen, ich habe über Kooperation in der Entwicklungszusammenarbeit gesprochen, dann würde ich sagen, die Digitalunion, das ist ein ganz entscheidender Punkt, über den sich, glaube ich, viele noch nicht so bewusst geworden sind. Wir brauchen eine Souveränität und eine Unabhängigkeit in der digitalen Entwicklung in Europa. Und deswegen ist das Thema European Cloud, das ist das Stichwort, dass wir nämlich auch eine eigene, unabhängige Struktur hier aufbauen, von größter Bedeutung. Da sehe ich sowohl, was die Unabhängigkeit von anderen, als auch was die Gefahrenabwehr von außen angeht, eine ganz, ganz große Herausforderung. Gleichzeitig eine Riesenchance, weil wir über so eine European Cloud das Wissen in Europa von
Warschau bis Lissabon miteinander verknüpfen können. Und das ist auch eine Riesenchance. Wir enden das Gespräch immer mit zwei Zuschauerfragen, die über unsere sozialen Medien reinkommen. Und das eine, da hatten wir schon das Thema mit dem Marshallplan. Und da sagt eben Lisa, vor kurzem haben Sie ja den Marshallplan für Afrika ins Leben gerufen, der auf einer gleichberechtigten Partnerschaft auf Basis der Menschenrechte und gegenseitigen Respekt beruhen sollte. Warum kommt dieser erst 2017? Und um gegenseitigen Respekt aufzubauen, braucht es nicht erstmal eine Geste der Demut und offiziellen Entschuldigung von Seiten Deutschlands oder allgemein des Westens für die Verbrechen im Zuge der Kolonialisierung? Also ich finde, man kann immer rückwärts schauen und sagen, was hat man für Fehler gemacht? Das ist auch sehr wichtig. Das ist schon sehr wichtig. Also, und ich denke, Deutschland ist eines der Länder weltweit, was das sehr, sehr ernst nimmt. Und ich glaube, dass wir im Wesentlichen unsere politische Positionierung auch im Bewusstsein unserer dunklen Geschichte bestimmen. Das ist auch sehr gut so. Viele andere Länder, die auch mit historischen Lasten zu tun haben, machen das nicht. Und insofern ist diese Anmerkung wichtig. Wir sollten uns immer über die historischen Versäumnisse, für die wir historisch, natürlich nicht persönlich, Verantwortung tragen, bewusst sein und daraus für die Zukunft lernen. Und die letzte Frage. Keine Partei spricht in Zeiten des Wahlkampfes gerne darüber, aber werden Sie den Deutschen erklären, dass Mittel, die derzeit in die Flüchtlingsintegration fließen, demnächst für einen europäischen Finanzausgleich aufgestockt werden müssen? Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht. Ich kann die Frage jetzt nur so weitergeben. Also ich verstehe sie nicht. Wahrscheinlich, also der Zuschauer fragt sich, ob Gelder, die jetzt in die Flüchtlingsintegration laufen, das wurde, glaube ich, vor der Sommerpause beschlossen, nochmal 2 Milliarden, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, weil das ist eine Zuschauerfrage, dass die bis 2018 ja gesichert sind, aber danach wird es dieses Geld nicht mehr geben. Wahrscheinlich geht es in diese Richtung. Also wie sichern Sie vielleicht nach 2018 eine gute, auf guten Finanzen basierenden Flüchtlingsintegration? Also das ist, sagen wir mal so, ich hatte den Eindruck, dass dort sozusagen unterstellt wird, dass wir Gelder, die wir jetzt für Flüchtlingshilfe im eigenen Land verwenden, in EU-Transfer laufen. So habe ich das begriffen. Da will ich also zwei Dinge sagen. Erstens, wir, die CDU, sind der festen Auffassung, dass jedes Land in der Europäischen Union entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen eigene Verantwortung trägt für seine finanzielle Solidität und Stabilität. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin auf der anderen Seite ganz überzeugt, dass wenn Deutschland den wirtschaftlichen Weg, den wir im Moment sehr erfolgreich gehen, auch in der fortsetzen können, und das wird eine CDU-geführte Regierung, dann werden wir auch die Mittel haben, um die notwendige Arbeit für die Integration von Flüchtlingen hier zu leisten. Und deswegen werbe ich sehr dafür, dass wir diesen wirtschaftspolitischen Kurs auch fortsetzen, denn nur der garantiert uns diese enormen Steuereinnahmen, von denen wir im Moment als Sozialstaat, aber auch als ein Staat, der in der Entwicklungspolitik und in der Flüchtlingshilfe vieles leistet, auch künftig leisten kann. Super. Wollen Sie noch ein Schlussstatement machen an die Zuschauer, weil das geben wir jedem Kandidaten? Okay, ein ganz kleines Schlussstatement an die Zuschauer. Ich habe mit etwas Sorge bei den ganz, ganz vielen Haustürgesprächen, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, festgestellt, dass ganz viele Menschen sagen, ach, ich weiß noch nicht so recht, ob ich zur Wahl gehen soll, ist ja auch mehr oder weniger egal und so. Ich glaube, dass es überhaupt gar nicht egal ist. Ich habe eine große Sorge, dass extremistische Parteien und populistische Parteien ihre eigenen Anhänger sehr stark mobilisieren und dass die Mitte der Gesellschaft, diejenigen, die unaufgeregte Bürger dieses Landes sind, dass die vielleicht zu wenig ernst nehmen dieses Königsrecht, von dem sie demnächst Gebrauch machen können, das Wahlrecht. Und deswegen würde ich alle sehr, sehr herzlich bitten, von diesem Königsrecht Gebrauch zu machen und am 24. September wählen zu gehen. Vielen Dank.